Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, geschätzte Frau Staatssekretärin. Ja, eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen was anderes sagen, aber der Kollege Matznet hat mich natürlich ein bisschen herausgefordert, weil angeblich ist er ja ein Wirtschaftsvertreter. Und angeblich. Und jetzt muss ich schon die Frage. Jetzt muss ich da mal die Frage. Sie haben nämlich gestern schon strapaziert. Sie haben gestern schon strapaziert die erfolgreiche Nachfragepolitik und, glaube ich, Verstaatlichungspolitik von Bruno Kreisky. Und ich habe mir das auch einmal ein bisschen angeschaut, ganz genau. Bruno Kreisky hat im Jahr 1970 mit einem Plus von 2% Budgetüberschuss von Josef Klaus übernommen und hat im Jahr 83 mit minus 4,5% Budgetdefizit übergeben. Also so erfolgreich kann das Projekt auch nicht gewesen sein. Und zum Zweiten, weil Sie immer die... Sie waren schon dran, Kollege, und Sie sollen sich nicht aufregen. Das ist nicht gut. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch Bruno Kreisky hat schwierige Zeiten durchgemacht. Nämlich im Jahr 1974 hat er eine Inflation von 9,2% gehabt und im Jahr 1980 von 6,5%. Also so erfolgreich und so ganz gut, wie Sie das immer darstellen, war es auch nicht. Ja? Und jetzt möchte ich schon beim Kapitel Wirtschaft eines sagen, dass wir sehr erfolgreiche Unternehmen in Österreich haben. Und im Unterschied zu Ihnen machen wir keinen Unterschied zwischen einem Einpersonenunternehmen, einem kleinen Unternehmen und einem großen Unternehmen. Uns sind alle gleich wichtig, denn Sie schaffen die Arbeitsplätze und sind für diesen Standort unverzichtbar, meine Damen und Herren. Und deshalb komme ich auch auf einen wichtigen Punkt. Sie bilden unsere Jugend aus und Sie sorgen für Wertschöpfung in den Regionen. Und wenn ich bei Jugendausbildung bin, dann bin ich bei einem wesentlichen Punkt, auch jetzt beim Budget. Wir stellen die Meisterprüfung kostenlos. Und wir haben es heute schon gehört, ein wichtiger Punkt für Qualifikation und Qualität. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte und die qualifizierten Arbeitskräfte haben ein gutes Einkommen. Und genau das ist uns wichtig, nämlich dass die Menschen ein Einkommen haben, von dem sie leben können. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, ist das eine richtige Maßnahme, weil damit schaffen wir die Voraussetzung dafür. Und zum Zweiten, was mir auch ganz wichtig ist, ja, es ist momentan nicht einfach für die Wirtschaft. Und wir sind eine der exportorientiertesten Wirtschaften in ganz Europa. Und meine Damen und Herren, und wir haben eine starke Abhängigkeit von unserem Partner Deutschland. Von unserem Partner Deutschland. Und ich möchte Ihnen auch erklären, wer dort an der Regierung ist. Ja, also da ist die CDU nicht in der Verantwortung. Das können Sie nicht verleugnen, sondern ich glaube, es ist Ihr Parteikollege Olaf Scholz, der hier die Wirtschaftspolitik für Deutschland macht, die uns auch in Österreich leider zum Nachteil gereicht, meine Damen und Herren. Und deshalb glaube ich, dass wir hier die Kirche im Dorf lassen sollen und den Zugang so wählen sollten, dass wir gemeinsam für unsere Wirtschaft, für die Arbeitsplätze kämpfen und dass wir hier diese Maßnahmen, die wir im Budget umsetzen, auch entsprechend unterstützen. Und deshalb freut es mich, dass wir einerseits für die Unternehmen die Körperschaftssteuer senken, auch wieder ein wichtiger Schritt für Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplatzsicherheit. Und das Zweite, was mir auch ganz wichtig ist, dass wir die Attraktivierung des Mikrochip-Standortes Österreich für die Halbleiterproduktion, die ein wesentlicher Punkt der österreichischen Industrie ist und immerhin 72.000 Menschen Arbeit gibt, dass wir auch hier ein Programm aufgesetzt haben. Summa summarum. Gibt es immer wieder welche, die alles schwarz sehen? Wir sind die, die die Zukunft positiv sehen. Die ÖVP sehe die Zukunft positiv, sagt Peter Hauptner, Wirtschaftssprecher seiner Partei. Der Zugang sollte sein, gemeinsam für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze zu kämpfen, sagt er. Das ist richtig. Und der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen, Axel Kassecker.